Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich kurz, wie man diesen Regenbogen bzw. die Regenbogenmedaille kriegt. Man hat gerade vorhin den Beutezug gesehen, die einen oder anderen stehen ein bisschen vor dem Fragezeichen, wie mache ich das? Nun, man muss da Primärwaffen, Sekundärwaffen und schwere Waffen Strähnen machen. Die macht man indem, dass man drei Feinde mit der Primärwaffe tötet, drei Feinde mit der Spezialwaffe tötet und drei Feinde mit der schweren Waffe tötet. Das heißt, das muss in einem kurzen, naja nicht allzu kurzen, aber doch in einem kurzen Abstand passieren. Und wenn man das dann macht, eben primär, sekundär und schwere, sieht man es hier, kriegt man die Regenbogenmedaille. Das Ganze muss entweder in den heroischen Strikes oder in der Dämmerung abgeschlossen werden. Und gerade bei der Dämmerung gibt es da den einen oder anderen Trick. Die meisten wissen ja, da wird in den heroischen Strikes, die Kills werden da von den Mitspielern geklaut, in Anführungszeichen. Wenn man dann natürlich solo in die Dämmerung geht, hat man das Problem nicht. Jetzt kann man am Anfang von der Dämmerung die Feinde auch im Startgebiet töten. Die sind sehr, sehr schwach, die kann man relativ fix killen. Da kann man schnell mal drei Feinde töten, dann hat man die Primärwaffensträhne. Dann kann man drei Feinde mit der Spezialwaffe töten und dann mit der schweren. Und dann hat man den Regenbogen aktiviert. Das kann man dann beliebig oft wiederholen. Man kann in den Strikes und in der Dämmerung so oft man möchte das immer wieder machen. Das heißt, man könnte, wenn man gut ist, in einer Dämmerung oder in einem heroischen Strike alle 10 machen, die man für den Beutezug braucht. Gut, das war's dann auch schon vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst noch ein Like da. Und wenn ihr noch eine bessere Methode habt, freue ich mich, wenn ihr das noch in die Comments schreibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.